Stocken und Gösschen braucht einen Moment, 10 Minuten längere Moment. Stocken tut es ebenfalls auf der A1 Zürich Richtung Bern zwischen den Verzweigen Kerking und Önsingen und ebenfalls bei der Zürcher Westumfahrung im Moment von Ur auf Südenweg bis durch auf Affoltern. Und wenn ihr jetzt gerade am Radio Pilatus TV schauen seid, ihr seht ein bisschen mehr Menschen hier innen als sonst im Studio, weil wir haben Besuch. Pilatus Stage. Präsentiert von EWL. Mit den sympathischen Internet-, TV- und Telefonabos für die Stadt Luzern. ewl-internet.ch. Der Michael Patrick Kelly kommt heute auf Pilatus Stage. Ist ja ein riesen Ansturm auf die Tickets. Und der Michael Patrick Kelly, bevor er jetzt um 5 Uhr auf die Stage geht, haben wir jetzt noch hier im Studio. Ciao, Michael. Hey, grüezi miteinander. Wunderbar. Kannst du ein bisschen Schweizer? Nun, das war's. Tut mir leid, gut, den Rest gut, aber müssen wir auf Hochdeutsch machen. dann lernen wir doch ein bisschen. Ihr seht den Michael Patrick Kelly jetzt live auf radiopilatus.ch, immer Radiopilatus TV. Wie ist es eigentlich für dich, Michael? Du hast jetzt doch ein paar Konzerte heute im Radio und überall, wie ich in den Social Media gesehen habe, diese Leute, die sind ja wirklich schon Stunden vor dem Konzert da für dich da. Wie ist das, was ist das für ein Feeling für dich? Ich muss sagen, die Schweizer Fans und das Publikum hier sind schon total toll. Also ich habe bei fast jedem Konzert irgendwo im Publikum eine Schweizer Fahne. Ja, ich habe so einen Song, das heißt Flag. Und dann sieht man nur die ganzen Nationalitäten, die, wer da alles da ist. Und die Schweiz ist immer da. Und wir hatten ja einen ziemlich coolen Auftritt gestern, heute und jetzt nochmal. Und jedes Mal, wenn ich so einen kleinen Rahmen spiele, ich finde das toll, weil wenn es um Politik geht, dann bleibt die Schweiz in der Regel neutral, mischt sich nicht so sehr ein. Aber wenn es um Mitsingen geht, dann singen sie schon, dann machen sie sich schon. Ja, da sind die Schweizer toll, ne? Ja, wir hatten ja einen riesen Ansturm auf die Tickets. Konnte dann leider halt nur wegen Platzverhältnissen nur 120 rauslassen. Vielleicht für alle anderen, die jetzt kein Ticket bekommen haben, wo sieht man dich vielleicht auf Tour? Ich bin nächstes Jahr im Januar im Volkshaus in Zürich. Mhm. Das ist allerdings schon ausverkauft und deswegen hat der Veranstalter irgendwie direkt einen zweiten Termin hinterhergehauen. Und das ist am 5. Mai auch nächstes Jahr in der Samsung Hall in Zürich. Sehr schön. Viele Fans vom früher, auch von der Kelly Family her. Wie siehst du heute so auf diese Zeit zurück? So positiv oder läuft dir das eher immer so wieder hinterher? Wie siehst du das? Ich würde sagen, größtenteils positiv. Also da habe ich das ganze Musizieren, Songschreiben, Singen, Performen gelernt und das war auch eine unglaubliche Zeit mit meinen Eltern, meinen Geschwistern im Doppeldeckerbus, auf dem Hausboot. Irgendwann wohnte ich sogar in ein Schloss. Ja, als Straßenmusiker fing das Ganze an und dann irgendwann füllte man sogar Stadien. Also das ist schon mit Anfang 20 so viel erlebt zu haben, ist schon toll. Andererseits auch, gibt es in jeder Branche, in jedem Beruf auch Nachteile. Andere müssen vielleicht morgens im Stau stehen und bei mir war es einfach zu viel Aufmerksamkeit. Ich habe irgendwann so eine Überdosis davon bekommen und habe dann gesagt, so, ich mache jetzt einen Cut und mache 6 Jahre was ganz anderes und war halt ein Mönch, habe wie ein Mönch in ein Kloster gelebt. Und das ist jetzt so die dritte Phase meines Lebens, die jetzt aufgeht, als Solo-Artist und privat als Ehemann. Und jetzt ist so, also eigentlich ist alles perfekt. Ehe, Beruf, Gesundheit und vor allem mein Glaube an Gott, das sind so die Säulen meines Lebens. Und eine perfekte Pilatus-Stage hoffentlich. Yes, auf jeden Fall. Ich denke die ganze Zeit, Pilatus ist nicht Pilates, ne? Also ich muss jetzt keine Bewegung heute machen, sondern nur singen, oder? Das ist doch gut, ja genau, das ist schon gut. Das kann sie ja am besten. Und wir haben hier schon einen Song bereit, hier auf Radio Pilatus. Ich wechsle jetzt wieder Schweizerdeutsch, sage danke Michael Patrick Kelly und einen tollen Auftritt. Und wir wechseln wieder zurück in die Musik. Da haben wir den Michael Patrick Kelly aktuell ab seinem Album Idea, die erste Single Drop, das ist Golden Age, da auf Radio Pilatus.